Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Willkommen zu einem weiteren Kommentari live. Kommentari? Ich hab da eine Lampe. Weil es ist schon Nacht. Es ist schon sehr spät. Ihr seid alle schon im Bettchen. Und ja, ich hab an die AN gar kein Ding gemacht. Ich sollte doch was dran machen, gell? Aber ich hab's vergessen, sorry. Muss ich dann später noch machen, tut mir leid. Puh! Oh Gott, bin ich gut! Ach Gott, das war ja sowas von einfach. Nun ja. Hallo. Ah, das scheiß Kabel wieder. Das Kabel hält wieder die Maus fest. Von hinten natürlich, zählt ja mal gar nicht. Folgendes Thema, Leute. Ich hab dich gesehen, du Ficker. Ich habe heute einiges mitbekommen. Ich habe schon länger mitbekommen, über längere Zeit. Eltern, kennt er Eltern. Hast du, kennt er. Ja, jeder kennt Eltern. Und ich weiß nicht, was mit dem da los ist, aber der hat mich halt voll verwirrt, weil er gegen die Flaschen geschossen hat. Folgendermaßen. Früher in der Schule war es doch immer so, wenn man in der Schule war und, keine Ahnung. Es war irgendwas Negatives. War natürlich bei mir nie, weil ich voll der Vorzeigeschüler bin und scheiße klug bin. Aber wenn was war, oder? Dann was hieß es, dann hat der Lehrer, was weiß ich, die Eltern irgendwie zu sich gerufen. Oder es hieß, ja, du gib deinen Eltern den Brief oder keine Ahnung. Irgendwie haben doch die Eltern dann davon Wind bekommen, ne? Da kam dann klein Timmy nach Hause und hat gesagt, Mama, der Lehrer hat gesagt, ich habe zu viel erzählt im Unterricht. Stier, Pimmelnase. Wow. Und dann, ne, dann direkt die Mutter, oh, Timmy. Wir gehen sofort zum Lehrer, sofort. Und dann ist, ne, und dann zack, bumm, und dann der Lehrer sitzt in seinem Räumchen, das Gespräch findet dann statt und dann wird über die Sachen gesprochen und die Eltern haben doch früher, zu meiner Zeit, hieß es dann, okay, Herr Lehrer, Sie sind ja vor Ort. Sie wissen wahrscheinlich, wie der Hase läuft, ne? Also gut, ich werde meinem Kind das jetzt eintrichtern, ich werde mein Kind jetzt, keine Ahnung, züchtigen mit dem... So, ich werde mein Kind züchtigen mit der, du kleiner Fickerich! Mit dem Gürtel. Nein, mit dem Gürtel. So, und heutzutage, klein Jimmy bekommt gesagt, er ist zu laut im Unterricht. Dann kommt er nach Hause. Ey, yo, Mutter, du Hurensohn. Hör mal zu. Was ist die Mutter? What? Und dann, ja, der Lehrer hat gemeint, ich erzähl zu viel, ey. Und dann die Mutter, kommt sofort mit. Wir klären das jetzt sofort. Herr Lehrer. Und der Lehrer hockt in seinem Sessel, hat alles schon vorbereitet, so ganz locker flockig, ne? Und wer ist denn hier ein Gegner? Wartet mal kurz, mit der. Ich hab euch genau gesehen. PDW nehme ich jetzt mal gerade an den Start, gell? Mit Ding dran. Du kleiner Fickerich. So. Hast du gesehen, wie man das macht? Ja, Sniper. Ne? Und dann hockt der Lehrer da, bereitet seinen Scheiß vor. Und dann kommt die Mutter und der Lehrer, ja, der war ein bisschen zu laut. Und die Mutter, wart. Mein Sohn ist nicht so laut. Sie sind der Fehler. Sie machen die Fehler die ganze Zeit. Ich weiß, wie das geht. Du. Die Lehrer haben doch heutzutage, irgendwie machen die Lehrer immer die Fehler. So, als wenn es nach den Eltern geht. Nach den Eltern, oh Gott, bin ich gut. Hallo. Nein, ich will nicht! Nach den Eltern sind ja die Kinder auch immer die ganz Schlauen. Also mein Kind ist das Schlauste von allen. Die anderen, ja, der Joshua, der von den Müllers, oh, aber mein Kind, immer, oder? Niemand ist wirklich ehrlich und sagt, oh, mein Kind ist schon echt wirklich eine Pfeife. Niemand sagt irgendwie, ja, mein Kind ist echt wirklich ein Schwachkopf. Also mein Kind ist scheiße doof. Sagt niemand. Keiner sagt, ne? Alle sagen immer, oh ja, nee, der ist sehr kreativ. Der ist so kreativ, der ist dann so ein bisschen hyperaktiv. Macht aber nicht, der kriegt dann nicht so viel mit. Mein Kind muss halt nur ein bisschen gefördert werden. Ja, wenn ein Kind gefördert werden muss, dann muss es in eine Förderklasse, in eine Förderschule für Lernbehinderte. Ja? So, weil das jetzt kein Headshot war, dann weiß ich jetzt aber wirklich auch nicht. Da könnte ich mich ja schon wirklich grün und blau aufregen, ne? Wenn man dann solche Sachen hört, liest oder was weiß ich, wo die Lehrer zusammengeschlagen werden vor den Eltern. Also, rein mit der Form, wenn man mich betrachtet. Es mag sein, sicherlich machen Lehrer auch mal einen Fehler. Es gibt sicherlich auch Lehrer, gerade eine heutige Generation, nicht? Die sind wirklich behindert drauf. Die schlagen ihre Schüler oder was weiß ich, ja? Mag sein. Aber so im Großen und Ganzen, oder? Die Lehrer wissen schon, ich meine, die haben das studiert, die wissen schon wieder, wie man kleine Menschlein zu formen hat. Ja, das wissen die wahrscheinlich schon besser wie irgend so ein dahergelaufener Dummkopf. Also irgend so ein Elternteil, der, was weiß ich, irgendwas macht, was nichts mit Pädagogik zu tun hat. Ja? Mensch, ich habe nichts gebacken bekommen. Ich glaube, für so ein Thema muss ich doch wirklich, jetzt kommt mal her mit euren New Gameplays. Für so ein Thema brauche ich echt ein Gameplay zum Nachkommentieren. Ich habe ja gar nichts gebacken bekommen. Ich esse noch ein Stück Brot, weil ich arm bin. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.